Marie wünscht sich schon so lange einen kleinen Hund. Ein süßes Hundebaby, ein knuddeliges. Und jetzt hat Papa endlich Ja gesagt. Im Internet hat er nämlich entdeckt, dass so ein kleiner Welpen gar nicht so viel kosten muss. 70 Euro ist im Budget. Auch wenn es verboten ist, Privathunde übers Netz zu verkaufen. Ist doch egal. Auf einer Autobahnraststätte darf sich Marie einen kleinen Hund aussuchen, aus dem Kofferraum eines Wagens. Er schaut so arm aus, aber bei Marie wird er es gut haben, denn sie hat ihn jetzt schon sehr, sehr lieb, den kleinen Stoffel. Ein paar Tage später wird Stoffel krank. Ganz müde ist er und er schaut ganz traurig aus. Der Tierarzt kostet nochmal hunderte Euro und er ist entsetzt. Der kleine Hund ist gar nicht geimpft. Er ist viel zu jung, seine Papiere sind gefälscht und er hat eine schlimme Krankheit. Stoffel ist ganz schwach. Der Tierarzt meint, er ist womöglich tagelang ohne Wasser und Futter im Kofferraum gewesen. Er erzählt, dass viele Hunde aus Osteuropa illegal importiert werden. Sie werden unter grausamen Bedingungen richtiggehend produziert, in Hallen ohne Licht und Luft, von geschwächten Muttertieren. Sie werden viel zu früh von ihrer Mutter getrennt. Viele sterben schon auf der Fahrt nach Österreich. 7 von 10 Hunden, die so nach Österreich kommen, sterben schon im ersten Jahr. Solche Hunde sind sehr oft krank. Sie können sogar Tollwut haben, eine Krankheit, die auch Menschen bekommen können. Wer Welpen aus dem Internet kauft, unterstützt Tierquälerei. Wenden Sie sich daher nur an zertifizierte Züchter. Oder noch besser, schenken Sie einem Tier aus dem neuen Tierquartier in der Donaustadt ein neues Zuhause. Informieren Sie sich bei der Tierschutzhelpline der Stadt Wien unter 01 4000 8060 und teilen Sie dieses Video. Eine Initiative der Wiener Tierschutzstadträtin Uli Simmer.